Die Josefstadt ist seit 1850 Teil des Wiener Stadtgebietes und seit 1861 der 8. Gemeindebezirk. Die Josefstadt ist flächenmäßig der kleinste Bezirk Wiens, allerdings aber auch der dicht verbauteste mit kaum einer Grünfläche. Kurzer Einschub. Das Wiener Stadttheater wird 1913 vom jüdischen Theaterarchitekten Oskar Kaufmann und dem Architekten Eugen Ritter von Felgel an der Kreuzung Laudongasse, Skodagasse, Daungasse erbaut. Bereits fünf Jahrzehnte, 1960-61, fällt es wie das Wiener Bürgertheater im 3. Bezirk und die Scala, ehemals Johann-Strauß-Theater auf der Wieden, dem Wiener Theatersterben zum Opfer. Die Josefstadt wird im Norden von der Alserstraße gegen den 9. Bezirk Alsergrund begrenzt, im Osten von der Zweierlinie gegen die innere Stadt, 1. Bezirk. Das Video zeigt uns einen Teil der Innenstadt um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Die Welt war vordergründig eine Heile und der Kaiser lebte schon immer und stirbt nie. Gegen den südlich angrenzenden 7. Bezirk Neubau bildet die Lerchenfelder Straße die Grenze. Der Lerchenfelder und Hernalscher Gürtel bilden die Trennung gegenüber den Bezirken Otterkring, 16. Bezirk, und Hernals, 17. Bezirk. Die Josefstadt liegt auf einer Erhöhung zwischen dem Alzerbach, der heute unter der Lazarettgasse verläuft, und dem Otterkringer Bach, dessen ursprüngliches Flussbett zwischen der heutigen Lerchenfelder Straße und der Neustiftgasse gelegen ist. Bis zur zweiten Türkenbelagerung gibt es hauptsächlich Weingärten an den Hängen der beiden Flusstäler. Erst nach der zweiten Türkenbelagerung, 1683, beginnt eine rege Bautätigkeit. 1700 erwirbt die Stadt Wien die Siedlung und benennt sie nach Kaiser Josef I. Josefstadt. Weiter stadtauswärts gibt das Schottenstift 1801 Grundstücke zur Verbauung frei. Hier entsteht die Siedlung Breitenfeld. Wird Alt Lerchenfeld schon 1295 erstmals urkundlich erwähnt, setzt auch dort erst um 1700 eine größere Bautätigkeit ein. Die Josefstadt entwickelt sich von Beginn an zu einem Ort des Adels und Sitz des Bürgertums. Insbesondere lässt der Adel hier im Hinblick auf die Nähe zur Hofburg seine Sommerschlösser bauen. Verständlich ist in den Vorstädten von Wien genügend Raum für repräsentative Häuser mit Grünflächen, eine Entwicklung, die wir auch im 3. Wiener Gemeindebezirk Landstraße sehen. Nach der zweiten Türkenbelagerung strömt der Adel und das Bürgertum in die Vorstadt. Zahlreiche Palais sind Zeugen dieser Entwicklung. So das Belvedere. Wenden wir uns dem Palais Schwarzenberg zu. Die zweite Bauphase geht mit der Parzellierung der vorhandenen Grünflächen in den Jahren zwischen 1770 und 1780 einher.
Die dritte Phase wird durch die enorme Bevölkerungsentwicklung in Wien im 19. Jahrhundert eingeleitet. Zu dieser Zeit werden auf dem ehemaligen Josefstädter Glacis, das vom Militär als Josefstädter Exerzier- und Paradeplatz genutzt wird, das Reichsratsgebäude, heute Parlament, das Rathaus, der Justizpalast, und die neue Universität sowie Arkadenhäuser errichtet. Viele Angehörige der Mittelschicht, wie Beamte oder auch Studenten, ziehen in die nahegelegene Josefstadt. Die Josefstadt wird aus den ehemaligen Vorstädten Alt-Lerchenfeld, Breitenfeld, Josefstadt und Strotzigrund sowie einem kleinen Teil von St. Ulrich gebildet. Die älteste Ortschaft im Bereich des Otterkringer Baches ist das erstmals 1202 urkundlich erwähnte Zeismannsbrunn. Von hier geht die Besiedlung des heutigen 7. Bezirks aus. . 1862 wird der südliche Teil der Alzer Vorstadt vom Bezirk Alzergrund abgetrennt und der Josefstadt zugeschlagen. Nun zu den einzelnen Vorstädten. Alt-Lerchenfeld wird begrenzt im Westen vom Lerchenfelder Gürtel, im Norden durch die Josefstädter Straße. Im Süden reicht Alt-Lerchenfeld zu einem Teil über die Lerchenfelder Straße in den 7. Bezirk Neubau hinein. Im Osten bildet die Pieristengasse den Abschluss. Das Lerchenfeld wird als Flurname erstmals 1295 als Lerochfeld genannt. Am wahrscheinlichsten ist die Ableitung des Namens von der Lerche. Das Gebiet ist ein landwirtschaftlich genutztes Areal. Um 1337 kauft der Hof große Teile des Lerochfeld für Jagdzwecke. Die Besiedelung setzt erst nach der zweiten Wiener Türkenbelagerung ein. Im Zuge des Linienwallbaues wird das Lerchenfeld geteilt. Der westliche Teil außerhalb des Linienwalls wird nun Neulerchenfeld, der östlich vom Linienwall, der Stadt näher liegende Bereich Altlerchenfeld bezeichnet. 1786 erwirbt die Stadt Wien die Gerichtsbarkeit, 1810 die Grundobrigkeit. Die Alt-Lerchenfelder Kirche entsteht in den Jahren 1848 bis 1861. Der Kirchenbau bzw. dessen Baustil ist heftig umstritten. Plant der Leiter des Hofbauamtes Paul Sprenger eine Kirche im klassizistischen Stil, bevorzugen jüngere Architekten wie Leopold Ernst und Johann Georg Müller eine Orientierung an mittelalterlichen, romanischen oder gotischen Formen. Zusätzlich gibt es Proteste wegen der permanenten Bevormundung durch den Hofbaurat. Die Folge? Ein Baustopp. Paul Sprenger wird die Bauleitung entzogen. Der im Zuge der Revolution gegründete österreichische Ingenieur- und Architektenverein fordert eine Ausschreibung. Minister Franz von Pillersdorf unterstützt diese Forderung. Als bester Entwurf wird der von Müller gekürt. Da Müller stirbt, übernimmt Franz Sitte die Bauleitung. 1853 ist der Rohbau fertig. Eduard van der Nüll und Josef Fürich beginnen mit der Ausstattung und malerischen Gestaltung. Am 29. September 1861 wird die Kirche geweiht. Breitenfeld ist eine der jüngsten Vorstädte Wiens.
Es ist ein geplant angelegtes Dorf der Grundherrschaft des Schottenstifts. Breitenfeld wird im Norden umschlossen von der Alserstraße, im Westen vom Hernalzer Gürtel, im Süden von der Florianigasse und im Osten von der Feldgasse. Im 15. Jahrhundert und später ist das Areal ein Getreidefeld, das dem Schottenstift gehört. 1801 wird das Areal von Abt Benno Pointner zur Besiedlung freigegeben und von der Grundherrschaft zum neuen Ort Breitenfeld erklärt. 1802 stehen die ersten drei Häuser. 1830 ist die Besiedlung abgeschlossen. 1835 soll für den verstorbenen Kaiser Franz I. eine Gedächtniskirche errichtet werden. Die finanzielle Basis leistet die Kaiserinwitwe Caroline Auguste mit einer bedeutenden Geldspende. Es dauert jedoch Jahrzehnte, bis das Projekt in Angriff genommen wird. Sowohl das erzbischöfliche Ordinariat wie der Schottenstift sprechen sich gegen das Projekt aus. 1886 wird endlich ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. 1887 genehmigt Kaiser Franz Josef I. das Siegesprojekt von Alexander Wielemans und Viktor Lunz auf dem ehemaligen Kirchplatz, heute Uhlplatz. Die Grundsteinlegung erfolgt 1894 im Beisein des Kaisers und des Wiener Erzbischofs Kardinal Anton Josef Kruscher. Am 18. Juni 1898 wird die Kirche in Anwesenheit von Kaiser Franz Josef geweiht. Das Areal der dem 8. Wiener Gemeindebezirk namensgebenden Vorstadt Josefstadt ist bis Ende des 17. Jahrhunderts größtenteils unverbaut. Nach der zweiten Türkenbelagerung 1683 setzt eine rege Bautätigkeit ein. Der Grund und Boden gehört zum Freigut Rottenhof oder Roter Hof, der auch den historischen Kern der Vorstadt bildet. Das Palais Auersberg befindet sich heute an jener Stelle, an der ursprünglich der Gutshof steht. Die sich entwickelnde Vorstadt erstreckt sich zwischen der Florianigasse im Norden und der Josefstädter Straße im Süden. Südlich der Josefstädter Straße im Südosten gehören noch die Straßenzüge der Langen Gasse sowie der Josefsgasse und der Trauzongasse zum Bezirksteil Josefstadt. Die Westgrenze bildet der Gürtel, die östliche Grenze die Zweierlinie. Um 1700 erwirbt die Stadt Wien die Vorstadt und benennt sie zu Ehren des damaligen Kronprinzen Josef Josefstadt. Zu diesem Zeitpunkt stehen bereits 60 Häuser. 1772 wird mit dem Bau der Josefstädter Kaserne begonnen, die 1794 erweitert und in den Jahren 1903 bis 1910 demoliert und abgetragen wird. Die Kaserne umfasst das Gebiet Josefstädter Straße, Albertgasse, Florianigasse und grenzt westlich an die Häuserzeile Fuhrmanngasse. Ursprünglich steht hier das Palais des Johann Martin Edler von Hocke. Heute befindet sich auf dem ehemaligen Kasernenareal der Hammerlingplatz. Die barocke Piaristenkirche Maria Treu steht im Osten der Vorstadt am Jodok-Findplatz. Die Kirche wird in den Jahren 1706 bis 1710 nach Plänen von Johann Bernhard Fischer von Erlach und Johann Lukas von Hildebrand erbaut. Von 1858 bis 1860 werden die beiden ursprünglich ohne Helm gebauten Türme durch den böhmischen Baumeister Franz Sitte erhöht und mit Spitzdächern versehen. Das 1788 eröffnete Theater in der Josefstadt
ist das älteste noch bespielte Theater Wiens. Es gehört neben dem Theater in der Leopoldstadt, dem Theater an der Wien und dem Theater auf der Wieden zu den Wiener Vorstadttheatern. Außerhalb der Stadtmauer gelegen, sind die Vorstadttheater ursprünglich ein Gegengewicht zu den höfischen Theater, Burgtheater und Kärntner Tortheater. Die Geschichte des Sofsestädter Theaters ist mit großen Namen wie Ludwig van Beethoven, Richard Wagner, Johann Nistreu, Ferdinand Raimund, Johann Strauss Vater, Max Reinhardt und viele andere mehr verbunden. 1822 wird das zu klein gewordene Theater abgerissen und nach Plänen von Josef Kornhäusl komplett neu gebaut. Das Palais Auersberg wird in den Jahren 1706 bis 1710 vom Baumeister Giovanni Cristiano Neubauer nach Plänen der Barockarchitekten Johann Bernhard Fischer von Erlach und Johann Lukas von Hildebrand an der Stelle des ehemaligen Roten Hofs erbaut. Das Palais erlebt eine Reihe von Besitzer und Mieter, bis es schlussendlich 1777 Johann Adam Fürst Auersberg erwirbt. Bis 1953 bleibt das Palais im Familienbesitz. Bis zur zweiten Türkenbelagerung gibt es im Bereich des Strozzigrundes nur Weingärten und Felder. Erst 1699 werden die ersten Häuser errichtet. 1702 erwirbt die Gräfin Maria Katharina Strozzi das sogenannte Dürre-Lerchenfeld. Die Gräfin Strozzi errichtet ein Sommerpalais. Kaiser Leopold I. erhebt ihren Besitz zu einem freien Rittergut und legt damit den Grundstein für die selbstständige Vorstadt. 1725 kommt das Palais in den Besitz von Kaiser Karl VI. 1753 kauft die Stadt Wien die Grundherrschaft, die aus dem Palais und 6 Wohnhäusern besteht. 1770 muss der damalige Besitzer des Palais, Graf Chodek, große Teile des Gartens verkaufen. Der Samtfabrikant und Spekulant Louis Henry kauft den Grund und lässt das Gelände parzellieren. Damit ändert sich die Siedlungsstruktur. Innerhalb von 10 Jahren werden 51 neue Häuser errichtet.